Ich freue mich heute, Ihnen einen unserer Schwerpunkttitel zu zeigen. Es ist ein erstes Soundbuch für kleine Sprechenlerner. Und das besonders Schöne ist, dass nicht nur Begriffe gesucht und gefunden werden können, die man im großen Bild findet. Ich zeige das einmal. Hier sind die einzelnen Tiere und natürlich kann ich schauen, wo der Hund im großen Bild zu finden ist, nämlich da, genau. Nein, ich kann danach auch das richtige Tiergeräusch mir anhören. Und das ist hier an der Seitenleiste gekennzeichnet, da finde ich den Hund wieder und wenn ich drauf drücke, höre ich ihn sogar bellen. Das Schöne ist, dass wir alle Lebensräume der heimischen Tierwelt kennenlernen, aber sogar auch ein bisschen in die Ferne gehen für alle kleinen Zoobesucher. Das Buch macht besonders viel Spaß, wenn noch ganz kleine unterwegs sind. Wenn die Kinder etwas größer werden oder auch Erwachsene jung geblieben sind, haben sie besonders viel Spaß mit dem Vogelsoundbuch. Das Buch Vögel in unserem Garten zeigt die bekanntesten heimischen Tiervogelarten, die jeder von uns am Futterhaus im Moment gerade besonders beobachtet. Auf großen Fotos werden sie vorgestellt. Viele Informationen im Text erzählen etwas über die Lebensweise der Tiere, über den Nestbau, über das Futterverhalten. Und natürlich kann ich mir in einer exzellenten Tonqualität auch das wunderschöne Tiergezwitscher anhören. Ich erkenne den Grünfink wieder. Ich hoffe, der Schnippel ist raus und es ertönt. Genau. Und ich höre ihn ganz wunderbar, so wie ich ihn auch im Garten hören kann. Ja, Bücher, die ich sehr gerne empfehle. Wir zeigen Ihnen einen unserer schönen Titel in dem Segment Mini-Musiker für kleine Kinder, die schon Spaß an Musik haben, an Geräuschen machen und loslegen. Wenn die dann schon drei sind und so Farben folgen können, können sie super mit unserem Klavierbuch anfangen, erste kleine Melodien zu spielen. Und das zeigen wir jetzt mal am Beispiel Summ, Summ, Summ. Auf der Notenseite sehen wir mit den Farben gekennzeichnet, welche Taste das Kind drücken soll. Und weil wir nicht geübt haben, probieren wir das jetzt gleich mal richtig rum und spielen was vor. Sie müssen mit Grün anfangen. Wer sich schon mit der ersten Instrumentenwahl beschäftigt, findet in unserem Buch über Musikinstrumente genau das Richtige. Jedes Musikinstrument wird einmal ausführlich vorgestellt, auch ein bisschen erzählt zur Geschichte des Musikinstruments und auf der beiliegenden Soundleiste kann man sich prima das richtige Geräusch und eine kleine Melodie dazu anhören. Für die Schlagzeuger und womöglich eher Grobmotoriker haben wir ein Schlagzeugbuch bei uns im Programm, bei dem es richtig Spaß macht, mal rein und drauf zu hauen. Ich zeige das einmal. Ja, ist schon an. Thank you.